Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen. Mein Name ist Holger Schwichtenberg und ich werde jetzt über die PowerShell Core 6 auf Linux sprechen. Mal in die Runde gefragt, wer hat denn von mir schon mal ein Buch gelesen? Ja, sind doch ein paar dabei, vielen Dank. Ah, Thorsten sogar zwei gelesen, direkt beide Arme in die Luft. Im wahren Leben verdiene ich mein Geld allerdings nicht mit den Büchern, sondern wir haben inzwischen doch die kritische Masse erreicht, dass wir uns in zwei Firmen geteilt haben. Bei IT Visions machen wir jetzt Schulung und Beratung und bei Five Minds läuft halt Softwareentwicklung im Auftrag von doch durchaus namhaften Kunden, wie Sie hier auch sehen können. Ich habe eine ganze Reihe von Büchern geschrieben. Ich bin jetzt gerade beim 67. Buch. Einige davon sind auch zum Thema PowerShell. Ganz aktuell das PowerShell-Praxisbuch, was auch die PowerShell Core 6 behandelt. Und ich mache jetzt auch noch, im Mai wird es erscheinen, ein Einsteigerbuch. Hey Technik, passt auf, dass eure Kabel nicht rausgehen, weil die Leute wollen was sehen. So, das dazu. Jetzt die Frage mal an Sie, wer ist von Ihnen ein Windows-Admin? Okay, das sind wohl die allermeisten. Wer ist denn Linux-Admin? Okay, ein paar wenige. Ich zeige da auch nicht auf, weil ich denke mal, dass diejenigen, die jetzt Linux-Admin aufgezeigt haben, Linux sogar besser können werden, als ich das kann. Ich habe das früher zu Uni-Zeiten gemacht, aber nun bin ich auch schon ein bisschen älter. Das ist so über 20 Jahre her. Ich werde diesen Vortrag jetzt aus der Position raushalten. Jemand, der jetzt jahrelang sich hauptsächlich mit Windows beschäftigt hat, schaut jetzt mal, wie weit er denn mit dem, was er von der PowerShell Windows auf Windows weiß, in der PowerShell Core auf Linux kommt. Und dann werde ich Ihnen mal so berichten, was ich da so festgestellt habe. Gibt es auch macOS-Admins unter Ihnen? Ja, ein, zwei melden sich zaghaft. PowerShell-Nutzer sind Sie wahrscheinlich alle, da müssen Sie jetzt nicht aufzeigen. Aber ich würde gerne nochmal wissen, wer denn schon die PowerShell Core benutzt? Oh, ganz wenige. Okay, aber das trifft bei mir auf jeden Fall zu. Ja, warum gibt es jetzt überhaupt eine PowerShell unter Linux? Again, the problem with the cable. Ja, die PowerShell unter Linux, die gibt es, weil sich bei Microsoft auch einiges geändert hat. Und ich möchte so ein bisschen nochmal die Historie der letzten drei Jahre da rekapitulieren lassen. Das fing eigentlich alles an, als der Scott Hanselman 2014 auf die Bühne trat. Das ist ein Produktmanager bei Microsoft aus dem .NET-Team. Und der präsentierte plötzlich auf seinem MacBook, wie man hier so klein da sehen kann. Und das war natürlich schon eine gravierende Veränderung. Dann plötzlich füllte sich der App Store von iOS mit ganz vielen Apps von Microsoft. Dann trat der neue Microsoft-Chef Satya Nadella auf die Bühne und bekundete seine Liebe zu Linux. Dann wurde sogar ein SQL-Server für Linux angekündigt, der inzwischen auch erhältlich ist und den ich auch sehr gerne benutze. Einfach aus dem Grunde heraus, wenn Sie mal einen SQL-Server auf Windows installieren, dann wissen Sie, wie lange das dauert. So ein SQL-Server auf Linux können Sie in einem Docker-Container starten, dauert 3 Sekunden und der Download vorher abhängig von Ihrer Internetleitung, also bei uns dauert es so 2 Minuten, ein Docker-Container mit Linux und SQL-Server runterzuladen, das heißt also 3 Minuten und 2 Sekunden habe ich einen funktionierenden SQL-Server auf einem System, wo ich vorher nichts hatte. Das ist ein echtes Argument für mich als Softwareentwickler. Dann ist Microsoft noch der Linux Foundation beigetreten und hat verkündet, dass sie ab jetzt ganz viel Open Source machen und zwar nicht nur selber Open Source Projekte produzieren, sondern eben auch Open Source in Windows integrieren. Und Windows 10 enthält eben tatsächlich schon einige Open Source Projekte. Dass die PowerShell jetzt auch unter Linux existiert, hat für Microsoft vor allem den Vorteil selber, dass sie das in der Azure Cloud natürlich nutzen können. Die Azure Cloud ist Cross-Platform und heute Morgen haben wir ja auch schon von der Cloud Shell gehört, mit der man eben Azure dann verwalten kann auf der Kommandozeilenebene. Und dann ist es so, dass viele von unseren Kunden jetzt tatsächlich an einigen Stellen weg von Windows gehen und hin zu Linux. Und zwar liegt das daran, dass man jetzt nun Webanwendungen mit ASP.NET Core auch auf Linux betreiben kann. Und Microsoft selber hat Performance-Zahlen rausgegeben, die zeigen, dass so eine Webanwendung ASP.NET Core auf Linux performanter läuft als auf einem Windows-Server. Deswegen gehen einige von unseren Kunden auch aus lizenzrechtlichen Kostengründen her und betreiben ihre Webanwendung jetzt unter Linux. Zum Beispiel auch in Docker-Containern wiederum. Das bedeutet natürlich, dass die dort auch administrieren müssen. Und jetzt kommen eben eine ganze Reihe von Windows-Admins
mehr in Kontakt mit der Linux-Welt. Und mit der PowerShell Core kann man doch einiges von seinem Wissen dann eben übernehmen. Eingefleischte Linux- und Mac-OS-User oder Admins, die wird man, sage ich mal, im ersten Schritt nicht so richtig gut überzeugen können, davon jetzt von der Bash oder anderen Shells auf die PowerShell zu wechseln. Das liegt einfach erstmal daran, dass Microsoft in der PowerShell Core eine ganze Menge von dieser Grundinfrastruktur mitliefert, also um Pipelines zu verwalten, um Ein- und Ausgaben zu machen, aber konkrete Commandlets, um jetzt wirklich irgendwas im Linux-Betriebssystem zu tun, sind fast gar keine dabei. Man kann ein bisschen was mit dem Dateisystem machen, man kann die Prozessliste aufrufen und verwalten, aber dann hört es auch schon fast auf. Und Sie werden nachher dann jetzt auch in meinem Vortrag sehen, wenn ich wirklich mit dem Linux interagiere, dann ist es mehr ein, ich nehme die Kommandozeilentools, die Linux mir sowieso bietet, und wrappe die so, dass ich sie innerhalb der PowerShell besser benutzen kann. Wahrscheinlich wird sich dann mit der Zeit auch ein Ökosystem entwickeln, wo solche Wrapper oder Module dann für die PowerShell eben erscheinen werden, die mehr unter Linux machen, als das Stand heute ist. Aber seien Sie jetzt nicht enttäuscht, wenn ich Ihnen quasi heute sagen muss, wirklich viel mit dem Betriebssystem interagieren können Sie zurzeit mit den eingebauten Commandlets noch nicht. Ja, erst nochmal, die PowerShell Core ist ja offensichtlich noch nicht allen so richtig eingefleischt bekannt, deswegen nochmal ein paar Fakten dazu. Es ist also eine Neuentwicklung auf Basis des bisherigen Codes. Man würde das in der professionellen Softwareentwicklung jetzt als Refactoring bezeichnen. Oberstes Ziel, die Plattformunabhängigkeit. Das Ganze ist jetzt Open Source. Es ist ein verringerter Funktionsumfang. Das werden wir gleich auch noch genauer sehen, was es in der PowerShell Core nicht gibt. Und es gibt auch einige Breaking Changes. Also einige Dinge sind tatsächlich anders, die man jetzt so nicht mehr machen kann, wie man sie bisher benutzt hat. Ich habe dazu auch mal eine kleine Animation. Wenn das der Funktionsumfang der Windows PowerShell ist, dann ist das der Funktionsumfang der PowerShell Core. Sie sehen, da ist so ein kleiner roter Bereich, wo ein bisschen was mehr dabei ist, aber wichtig ist eigentlich, ganz viel von dem Grün fehlt erstmal. Ja, das heißt also viele Dinge, die Sie da nicht machen können. Und ich selber benutze jetzt eben unter Windows auch weiterhin die Windows PowerShell erstmal, weil mir unter der PowerShell Core dann doch zu viel einfach noch fehlt, zumindest jetzt in der 6.0-Version. Mit der 6.1 wird sich das vielleicht dann schon wieder ein wenig ändern. Die ist im Moment noch in einem frühen Preview-Stadium. Da gibt es aber auch auf der Konferenz hier nochmal einen eigenen Vortrag zu, deswegen werde ich da nichts vorwegnehmen. Der Unterschied zwischen PowerShell und PowerShell Core ist auch die Basis. Die Windows PowerShell basiert auf dem .NET Framework, dem großen monolithischen Framework von Microsoft, was es ja nun schon seit 20 Jahren gibt. Und die PowerShell Core basiert auf diesem modularen .NET Core, in dem einfach auch viele Funktionen fehlen. Also dass es in PowerShell Core weniger Commandlets gibt, liegt eigentlich gar nicht an dem PowerShell-Team selber, sondern daran, dass die Grundlage, dass .NET Core einfach manche Dinge Stand heute noch gar nicht hergibt. .NET Core ist eben auch ein kompletter Neustart des .NET Frameworks gewesen, wo man eben nach 20 Jahren jetzt gesagt hat, wir müssen das Ganze nochmal modularer und performanter und auch weniger speicherfressend aufbauen. Dieses .NET Framework wird nur noch marginal weiterentwickelt. Die Liebe von Microsoft fließt in .NET Core. Ja, was sind so die wichtigsten Änderungen in PowerShell Core gegenüber PowerShell? Also erstmal, das hat der Jeffrey heute Morgen ja auch schon erwähnt, wurde die PowerShell-Exe in PWSH-Exe umbenannt, beziehungsweise einfach dann PWSH unter Mac und Linux. Das hat Microsoft gemacht, damit die Windows PowerShell und die PowerShell Core wirklich koexistieren können auf einem System. Damit dort also die Möglichkeit besteht, beide parallel zu betreiben und immer klar ist, was man jetzt gerade aufruft. Dann sind natürlich die Pfade für die Modulverzeichnisse und die Profilverzeichnisse anders. Also hier sehen Sie mal die Standardpfade jetzt für PowerShell Core 6 auf Windows und da sind die eben entsprechenden Pfade unter Linux dann auch aufgezeigt. Eine Sache, die auch wichtig ist, dass wenn man bei der PWSH-Exe dann eben einen Parameter angibt, dann ist es nicht mehr wie bisher Command, also man kann nicht einen Befehl übergeben, sondern der File-Parameter ist jetzt der Standardparameter. Das heißt, dort wird der Name einer Datei erwartet, die man ausführen möchte. Das ist schon ein erheblicher Unterschied gegenüber der bisherigen Vorgehensweise. Und dann gibt es halt viele kleine weitere Beispiele, die gar nicht alle auf die Folie passen.
Also wie zum Beispiel, dass solche Commandlets wie getService und getProcess keinen Parameter ComputerName mehr besitzen. Wie zum Beispiel, dass bei Export CSV nicht mehr automatisch in der ersten Zeile diese Typinformationen exportiert werden und man muss NoTypeInformation schreiben, um das wegzulassen, sondern jetzt ist das eigentlich, wie es immer hätte sein müssen, dass diese Typeinformationen das Optionale sind, dass man mit IncludeTypeInformation einzeln einblenden muss. Dann aber auch so Dinge wie zum Beispiel, dass ein GetHelp kein ShowWindow hat. Warum hat das kein ShowWindow? Naja, weil ShowWindow eine grafische Benutzeroberfläche öffnet, die die Hilfe anzeigt. Und diese grafische Benutzeroberfläche, die basiert auf Windows Presentation Foundation und das gibt's nicht in .NET Core und das wird's da auch nicht geben, weil .NET Core ist bisher rein nicht GUI basiert. Das heißt, man kann damit Webanwendungen machen, also die Serverseite der Webanwendung, und man kann damit Konsolenanwendungen schreiben, wie zum Beispiel Windows PowerShell, oder Entschuldigung, PowerShell Core, jetzt muss ich mal aufpassen, was ich sage, wie zum Beispiel PowerShell Core. Aber man kann damit eben kein GUI machen. Also wird sowas wie ShowWindow auch auf absehbare Zeit in PowerShell Core nicht geben können, weil es einfach überhaupt keine GUI-Bibliothek dort gibt. Ja, dann gucken wir uns mal an, wenn wir jetzt auf Linux loslegen damit, was tun wir denn dann? Jetzt hier mal am Beispiel von Ubuntu. Man installiert das über das Software Center oder über Ubuntu Software oder eben auch in der Kommandozeile. Das habe ich schon vorher gemacht, weil ich wollte mich jetzt hier nicht auf irgendein WLAN verlassen. Und der Thorsten Butz hat mir vorhin auch noch gesagt, dass das unter der 17.10-Version dann nicht mehr so simpel mit der Installation ist, weil da einige Basiskomponenten fehlen. Da hatte ich das noch nicht ausprobiert, aber die Information gebe ich gerne mal an Sie weiter, dass man dort eben manuell einiges tun muss im Moment. Wird sich aber dann hoffentlich auch irgendwann wieder verbessern. Dieses PS-Readline, was Sie auch von der Windows PowerShell kennen, das wird auch bei der PowerShell Core mitgeliefert, auch auf Mac und auf Linux. Allerdings, und das werden Sie gleich auch in der Demo sehen, im Standard ist das in diesem Emacs-Modus und nicht in diesem Windows-Modus. Und das ist dann, wenn man das erste Mal die PowerShell Core unter Linux aufruft, schon eine kleine Änderung, auf die man sich gewöhnen muss oder man muss das eben dann umstellen. Es gibt natürlich auch keine PowerShell ISE unter Linux, weil die PowerShell ISE basiert auf dem kompletten .NET Framework, dem großen, und das gibt es nicht auf Linux. Und es gibt dort keine GUI-Bibliothek. Es gibt dort einen anderen Editor, der heißt VS Code, auf den komme ich gleich nochmal zu sprechen. So, dann gucken wir uns jetzt erstmal ein wenig Linux an. Hier ist eine virtuelle Maschine, die jetzt auf meinem Rechner läuft. Und ich mache mal das Fenster zu und öffne einfach mal ein ganz neues. So, und das ist jetzt eine normale Bash und wenn ich die PowerShell daran starten möchte, dann rufe ich eben pwsh auf. Und jetzt gucken wir mal, ps version table, was wir da genau vor uns haben. Also es ist jetzt eine PowerShell 6.0.1. Die Edition ist Core. Und die Plattform, auf der wir das betreiben, hier ist Linux. Das sehen wir jetzt daran, was hier ausgegeben wird. So, jetzt kann ich mal gucken, wie viele Befehle gibt es denn hier überhaupt. getCommand.count. Ja, sind 318 Befehle. Ja, machen wir das mal auf Windows. Das ist jetzt die PowerShell Core hier auf Windows. Und sagen wir da mal getCommand.count 425. Mhm. Da sehen wir also schon, die PowerShell Core auf Windows hat mehr Befehle als die PowerShell Core auf Linux. Das soll auch angeglichen werden. Microsoft hat auch gesagt, sie werden bei Version 6.x an der Parität arbeiten. Also dass die PowerShell Core auf Linux und auf Mac dann den gleichen Funktionsumfang hat, oder fast zumindest den gleichen wie auf Windows, aber im Moment gibt es Unterschiede. Wir kommen nachher auch nochmal dazu, welche Befehle im Einzelnen fehlen. So, jetzt zu dem Thema der Eingabeunterstützung. Also wenn ich zum Beispiel mal jetzt getp und dann tab drücke, dann ja, kriege ich nicht einen Vorschlag, sondern ich kriege direkt alle Vorschläge. Das ist halt dieser Emacs-Mode. Und dann muss ich halt entsprechend ja dann weiter tippen, wenn ich zum Beispiel die Prozessliste will mit getProcess. Um das jetzt umzustellen, also wenn ich derjenige von der Windows-Welt da kommt, möchte das gerne lieber in der Form haben, wie ich das bisher kenne, dann nehme ich die setPSReadline-Option, setze den Edit-Mode auf Windows und das kann ich natürlich auch in meinem Profilskript hinterlegen, wenn ich möchte. Und jetzt kann ich sagen getp
Und tap und tap und tap und tap. Und jetzt kriege ich die einzelnen Vorschläge, so wie ich das von der Windows PowerShell im Standardmodus kenne. Diesen Emacs-Modus, den kann man auch in der Windows PowerShell einstellen, wenn man möchte. Aber ich persönlich liebe diesen Windows-Mode von diesem PS-Readline. Dann gucken wir mal, was GetProcess denn eigentlich so liefert. Nicht als Bildschirmausgabe, sondern innen drin. Wir rufen also mal GetMember auf. Und dann sehen wir, das Ergebnis ist genau, wie wir das von der Windows PowerShell kennen, eine Liste von Instanzen der Klasse System Diagnostics Process. Mit allem, was eine .NET-Klasse eben bietet, mit Methoden, mit Properties, mit Events, mit dem Extended Type System von PowerShell, mit Alias Properties und Code Properties und so weiter. Dazu übrigens der Hinweis, wenn Sie mal genauer verstehen möchten, was das da alles bedeutet, was da jetzt steht und was man da alles mitmachen kann, habe ich heute Nachmittag noch einen Vortrag darüber, was ein PowerShell-User denn über .NET wissen muss. Und da werde ich mal in diese Dinge näher reingehen. Wichtig für uns ist es erstmal zu wissen, da kommen jetzt die gleichen .NET-Objekte an, wie ich sie unter Windows kenne. Und deswegen kann ich eben jetzt auch da pipen, zum Beispiel where working set greater 100 MB, dann sort object working set descending und dann format table process name working set und start time. So, also, ja, wir holen uns mal alle Prozesse, die mehr als 100 MB Speicher brauchen, sortieren die absteigend und geben die in der Tabelle mit ein paar Infos aus. Genauso, wie Sie das unter der Windows PowerShell kennen. Fast genauso. Sie werden vielleicht sagen, warum mischen Sie eigentlich Aliase und warum mischen Sie nicht Aliase? Naja, ich mache mal das Sort-Object weg und mache mal Sort da draus und Sie werden feststellen, das geht nicht mehr. Unter der Windows PowerShell hätte das funktioniert, weil dort Sort ein Alias für Sort-Object ist, aber unter Linux ist Sort schon ein vorhandener Befehl und Microsoft will nicht, dass die vorhandenen Befehle dann nicht mehr funktionieren, sondern dass das noch kompatibel ist und deswegen haben sie diesen Alias weggelassen. Genau das gleiche mit PS. Unter Windows PowerShell ist PS ein Alias für GetProcess. Unter PowerShell Core auf Linux ist PS kein Alias für GetProcess, sondern wenn wir mal anschauen mit GetMember, was da rauskommt, da kommen wie bisher Strings raus. Also PS liefert keine System Diagnostics Process Instanzen, sondern PS liefert eine Zeichenkette, wie es immer war unter Linux. Das müssen wir bedenken. Da gibt es eine ganze Reihe von solchen Aliasen, die es eben in der PowerShell für Linux nicht gibt, weil sie eben sonst die bestehenden Befehle ja, brechen würden, wie man so schön sagt. Oh, das war irgendwie falsch hier. Nur schnell nach vorne wieder. So, das alles noch mal im Schnelldurchgang auf der Wiederholungstaste. So, jetzt kommen wir zum Visual Studio Code, zu dem Editor. Die ISI gibt es nicht, wie ich erklärt habe. Es gibt kein vollständiges .NET-Framework da. Also wie hat Microsoft denn dann den Editor implementiert? Die haben es so gemacht, wie es tatsächlich viele Unternehmen heutzutage tun, um Cross-Plattform zu entwickeln, nämlich sie nutzen HTML, JavaScript und TypeScript. Das heißt, der Editor, den Sie gleich sehen werden, ist eine HTML-Anwendung. Und vielleicht wird es für den einen oder anderen ein Schock sein, zu erfahren, was man heutzutage mit HTML alles machen kann. Tatsächlich gibt es auch andere Anwendungen, die auf dem gleichen Konzept basieren, also der Atom-Editor zum Beispiel oder wenn jemand von Ihnen schon mal WhatsApp auf dem PC genutzt hat, weiß nicht, hat das schon mal jemand gemacht? Da gibt es ja eine App, ja, und diese WhatsApp-App für den PC ist auch mit HTML geschrieben. Ja, und basiert auch komplett auf JavaScript. Also das ist eben diese Cross-Plattform-Welt. Und die benutzt Microsoft eben jetzt auch, um einen Editor für alle Plattformen zu schreiben und auch einen Editor nicht nur für eine Programmiersprache, sondern für ganz viele Programmiersprachen, wie Sie hier in der Liste sehen. Und es gibt inzwischen noch Extensions für viele andere mehr. Wenn Sie das Visual Studio Code installieren unter Linux oder auch unter Windows, können Sie das natürlich auch benutzen, werden Sie feststellen, dass die PowerShell-Unterstützung ja erstmal gar nicht dabei ist. Das ist eine Extension, die müssen Sie sich herunterladen aus den Visual Studio Code Extensions. Auch das habe ich schon vorher vorbereitet, um nicht vom Internet abhängig zu sein. So, was kriegen Sie dann für die PowerShell? Sie kriegen die Dinge, wesentlichen Dinge, die Sie von der ISI auch gewohnt sind. Also Syntaxfarbhervorhebung, Code-Ausschnitte, also Snippets, Eingabeunterstützung so im IntelliSense-Stil,
Sie kriegen diesen Script Analyzer, Sie haben sonst die Go-To-Definitions, Sie können Skripte starten und debuggen, Sie können Hilfe aufrufen. Im Prinzip ist es ein ähnlicher Funktionsumfang. Das Einzige, was momentan zum Beispiel fehlt, ist dieses Command-Window, was Sie da in der ISI rechts an der Seite haben. Ja, gucken wir uns das mal an. Visual Studio Code unter Linux. Ich habe ihn schon gestartet, hier den Editor. Können wir mal eben beenden. Der Editor hat auch die schöne Eigenschaft, dass, wenn man ihn dann startet, er wieder den vorherigen Zustand uneingeschränkt wiederherstellt. So, das heißt, ich bin wieder in dem gleichen Verzeichnis wie bisher. Anders als die ISI hat der VS Code Editor hier so eine Ansicht, wo man den Inhalt eines Ordners öffnen kann. Also man kann eine einzelne Datei öffnen oder man kann eben einen Folder öffnen. Und Sie sehen, ich habe hier einen ganzen Folder geöffnet und da sind eben einige Dateien drin, mit denen wir jetzt gleich was machen werden. Und die jeweils geöffneten Dateien, die sehen Sie hier oben. Das ist also wesentlich übersichtlicher an der Stelle. Jetzt rufen wir zum Beispiel mal hier irgendwie einen Test PS1 auf. Das ist dieses kleine Skript hier, das eben die Prozesse auflistet und das Ganze eben mit for each macht einmal und am Ende noch ein done ausgibt. So, jetzt kann ich einfach mal F5 drücken und dann sehen Sie, wird meine Prozessliste hier auf dem Bildschirm ausgegeben. Und selbstverständlich können Sie da jetzt auch einen Haltepunkt reinsetzen. Sie sehen diesen kleinen roten Punkt. Jetzt drücken Sie nochmal F5, dann sind Sie an diesem Breakpoint und dann können Sie zum Beispiel die Variable $O mal aufrufen und haben jetzt dieses Process-Objekt in Händen. So, das möchte ich erlauben. So, jetzt gucken wir nochmal das O-Objekt. Sie sehen, das O-Objekt ist tatsächlich einmal System Diagnostics Process. Allerdings werden Sie feststellen, dass wenn Sie diese Extension installieren, die Extension sieht man hier, ich habe nur diese eine Extension bewusst installiert, in dieser Instanz hier, Sie sehen, diese PowerShell-Extension ist momentan in der Version 1.6 vorhanden und wenn es eine neue Version gibt, dann kriegen Sie das auch angezeigt, müssen dann einfach nur mal kurz auf Update drücken und haben sofort die neueste Version davon, auch sehr komfortabel. Aber eine Sache müssen Sie machen und zwar, Sie müssen einmal unter Preferences Settings was festlegen und zwar müssen Sie nämlich einmal festlegen, wo Ihre PowerShell Core installiert ist. Und genau genommen müssen Sie es sogar zweimal festlegen. Einmalig zweimal festlegen. Sie sehen hier zwei Einträge. Da gibt es einmal den PowerShell Exe Path. Den habe ich auf Opt Microsoft PowerShell 6.0.1 PWSH gesetzt. Und einmal den Terminal Integrated Shell Linux Path. Und den habe ich auf den gleichen Pfad gesetzt. Was bedeutet das? Das eine, eben der untere Eintrag hier, dieser PowerShell Exe Path, ist das, was passiert, wenn ich hier auf F5 drücke oder den Debugger starte, nämlich, dass das Skript, was Sie da sehen, dann mit diesem Tool gestartet wird. Das andere ist dieses Fenster hier unten. Es gibt auch so ein interaktives Fenster, wenn ich hier zum Beispiel mal auf Plus drücke, dann sehen Sie, habe ich jetzt ein neues PWSH-Fenster und dort kann ich dann auch Befehle direkt eingeben. Also meinetwegen get process, ja, zum Beispiel wieder, oder um mal alle Befehle aufzulisten, die was mit get zu tun haben, dann sehen Sie die mal, alle get-Befehle. Ja. Sie sehen, das sind nicht so viele, ja, im Vergleich zu dem, was man unter der Windows PowerShell so kennt. Wichtig ist eben, dass Sie verstehen, dass aus der Sicht des VS Code Editors das zwei getrennte Dinge sind. Also einmal, wie starte ich eine PS1-Datei, muss festgelegt werden, und einmal, was benutze ich da unten in diesem Terminal-Fenster. Das können auch verschiedene Dinge sein. Also Sie sehen zum Beispiel hier, dass ich theoretisch dann jetzt auch noch eine Bash öffnen könnte. Wenn ich ab jetzt Bash konfigurieren würde und dann New Terminal drücken würde, dann hätte ich verschiedene Fenster. Das eine wäre PowerShell, das andere wäre Bash. Das ist eben auch so eine kleine Klippe am Anfang. Unter Windows ermöglicht mir diese Konfigurierbarkeit, dass ich Visual Studio Code wahlweise gegen PowerShell Core oder gegen Windows PowerShell laufen lassen kann. Ja, dass Sie eben durch diesen Eintrag das festlegen können. Und was Sie auch noch wissen müssen, ist, dass es diese Einträge gibt es einmal global, das ist diese Settings, diese User-Settings-Datei, aber ich gebe hier noch eine Settings-Datei auf der Ebene meines einzelnen Projektes. Und da sehen Sie die gleichen Einstellungen nochmal. Das heißt, Sie können auch auf der Projektebene Dinge festlegen, dass sie anders sind. Also Sie können zum Beispiel unter Windows meinetwegen global sagen, eigentlich arbeite ich immer mit der Windows PowerShell in VS Code, aber in diesem Projekt arbeite ich mit PowerShell Core.
Und wenn Sie dann den Ordner öffnen, zählt das, was in dem Ordner konfiguriert ist, stärker als das, was Sie global konfiguriert haben. Hier können Sie zum Beispiel auch Editor Wrap umstellen. Also im Moment ist Wrapping ein. Sie sehen, die langen Zeilen werden umgebrochen. Ja, die Zeile 3, die erstreckt sich über mehrere Zeilen. Jetzt trage ich da mal off ein, drücke mal auf Speichern und schon läuft mein Code zur Seite raus. Sie werden sagen, hat man solche Dinge nicht früher mal irgendwie in den Microsoft Tools in irgendwelchen GUIs zusammengeklickt? Ja, das war früher. Ja, heutzutage macht man sowas in JSON-Dateien, so wie echte Männer halt. Ja. Also es gibt dafür kein GUI, also nirgendwo, wo Sie irgendwelche Checkboxen oder so setzen könnten, sondern das machen Sie hier. Wie diese Einstellungen lauten, das können Sie aber dann hier auf der linken Seite sehen. Da sind nämlich alle Vorgaben sozusagen da. Und wenn Sie dann irgendwas am Editor umkonfigurieren wollen, zum Beispiel irgendwie hier Auto-Closing Brackets, dann klicken Sie einfach einmal auf Edit und dann übernimmt er das auf die andere Seite herüber. Also im Prinzip können Sie es dann doch schon wieder fast klicken. Es ist halt nur nicht so ein GUI-Tool, wie Sie es von früher kennen. Gut, das soll es zum VS Code gewesen sein. Das ist halt der Editor, ja auch für die Zukunft von PowerShell. Microsoft wird auch die ISI nicht mehr weiterentwickeln, sondern Microsoft wird auch unter Windows sie immer mehr dazu bewegen, doch den Visual Studio Code zu benutzen. So, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen PS Core auf Windows und auf Linux. Also erstmal grundsätzlich sind viele der Windows-Aliasse wie DIR und CD zum Beispiel jetzt verfügbar. Aber ich habe ja schon gesagt, einige Dinge hat man weggelassen. Das gilt zum Beispiel sowas für LS, CAT, MAN, CP, RM, MAN. Da kommt zweimal MAN drin vor. Das kann man direkt korrigieren. On the fly und so weiter. Und SORT. Also das sind eben Aliasse, die zwar unter Windows PowerShell existieren, aber unter Linux man dann aus Kompatibilitätsgründen darauf verzichtet hat. Dann ist es so, dass die ganzen PowerShell-Namen auch in der PowerShell Core, auch unter Linux und macOS, nicht case-sensitive sind. Also Sie können getProcess mit großem G, mit kleinem G schreiben, wie Sie wollen. Das ist völlig egal. Wichtig ist aber, dass immer dann, wenn es um Pfadnamen geht, im weitesten Sinne, dass es dann natürlich schon case-sensitive ist. Also gehen wir nochmal hierhin zurück, gehen wir nochmal auf die Konsole. Oder gehen wir mal erstmal in die PowerShell Core unter Windows und sagen mal dir Environment Path, also was steht, das ist totaler Quatsch, das dürfen wir nicht finden. So, was steht in der Path-Variable drin? Das kann ich so schreiben, das kann ich so schreiben, das kann ich so schreiben, wie ich lustig bin. Das funktioniert auch in der PowerShell Core unter Windows nicht case-sensitive. Unter Linux, nee, da natürlich jetzt nicht. Also dir env path wird mich nicht zum Ziel führen. Ich müsste das Ganze dann schon komplett groß schreiben, damit das funktioniert. Ja? Also das wird natürlich ein Grund sein, warum so manche Skripte, die wir mal für Windows PowerShell geschrieben haben, denn so unter Linux nicht laufen, weil wir plötzlich diese Namen case-sensitive haben. Auch zum Beispiel, wenn Sie in der Umgebungsvariablen wie Path oder PFModulePath jetzt mehrere Verzeichnisse haben, dann sind die unter Windows ja mit einem Semikolon getrennt, unter Mac und Linux aber mit einem Doppelpunkt. Ja, das ist auch wichtig. Also auch dazu ein kleines Beispiel nochmal eben schnell gezeigt, damit das klarer wird. Da haben wir nämlich auch ein kleines Skript hier, das heißt Pfade PS 1 und dieses Pfade PS 1, das ruft zum Beispiel jetzt mal den Module Path auf, also alle Module, und dann trenne ich das hier mit einem Semikolon und das funktioniert trotzdem. Neu. Ne? Moment. Bin ich gerade erstaunt. Eben nochmal gucken. Get item env ps Module Path, was denn da eigentlich wirklich drin steht. Ach so, und dann den Value davon. So, der Value ist auch nicht, because it does not exist, der Value ist case sensitive, nee. Jetzt habe ich die Klammern vergessen, schon gut. So, gucken wir mal eben. So, und hier sind die jetzt durch einen Doppelpunkt getrennt. Warum?
macht er denn da oben? Ja, ich glaube, ich habe irgendwie das, ich hatte das nicht mehr. Ja, okay, alles klar. Ich hatte dieses Skript vorhin mal nicht gespeichert. So, jetzt müssen wir das mal nochmal neu machen. Genau, so funktioniert es jetzt eben. Genau, da sind jetzt die Modulpfade. Und wenn ich da oben ein Semikolon reinsetze und dann wieder speichere, dann sehen Sie, kriege ich die nämlich alle hintereinander, weil dann trennt er die nämlich überhaupt nicht. Ja. So, also auch da müssen Sie Unterschiede berücksichtigen. Ja? Unter Windows hätte das mit dem Semikolon funktioniert, unter Linux müssen Sie diesen Pfad eben, damit das richtig funktioniert, mit dem Doppelpunkt aufspalten. Und ich mache es jetzt auch mal wieder richtig, damit ich beim nächsten Mal nicht wieder irritiert bin, dass ich das nicht gespeichert hatte. So, dann, was aber Microsoft ausgeglichen hat, ist die Sache mit den Schrägstrichen. Also Sie können unter Linux wahlweise den nach vorne oder den nach hinten gerichteten, also Slash oder Backslash verwenden für Pfadannahmen. Ein Beispiel, wo es wieder erhebliche Unterschiede gibt, ist zum Beispiel der Umgang mit Dateiattributen. Gut, da sind auch zwei unterschiedliche Dateisysteme drunter, die natürlich völlig anders arbeiten. Ich will Ihnen dazu auch ein kleines Beispiel zeigen, wenn Sie eine Datei verstecken wollen. Nehmen wir jetzt mal die Windows PowerShell hier. So, hide file, das ist dieses kleine Beispiel. Also das Beispiel macht Folgendes, es legt eben eine Datei an und dann wird die Datei hier mit Attributes hidden versteckt. Das hidden ist ja so ein Flags-Einstellung, das heißt, binary OR wird da dieses hidden Flag eben aktiviert. Und damit ist die Datei weg. Also erstmal aus dem direkten Zugriff. Wir lassen mal das Skript bis dahin laufen. So. Und dann geben wir einfach mal den Inhalt des Ordners aus und da ist nichts drin. Eigentlich, aber wenn wir dann mal dir-force machen, dann sehen wir, da ist schon was drin, aber es ist versteckt. Hat das Hidden Flag. So. Das gleiche jetzt unter Linux wird so nicht funktionieren, weil wir können dort nicht das Hidden-Attribut so setzen. Versteckte Dateien, auch hier das ist ein ähnliches Beispiel. Und ich lasse das mal bis hier laufen, im ersten Schritt. So, auch dort habe ich jetzt wieder dieses Flag gesetzt, dieses Hidden. Das hat auch zu keiner Fehlermeldung geführt. Allerdings sehen wir, da steht weiterhin Anzahl der Elemente 4. Das geben wir auch mal aus, $dir-Pfad. Ja, das hat nichts versteckt. Also alle Dateien sind noch da. Wenn ich denn nämlich minus force mache, kommt das Gleiche raus. Also ich habe sowohl bei force, minus force als auch ohne minus force jeweils 4 Dateien. Es hat nichts versteckt. Auch das ist etwas, wo wir damit rechnen müssen, Skripte, die wir schon mal geschrieben haben, an der Stelle eben ändern zu müssen. Richtig unter Linux mache ich das eben im Moment, indem ich jetzt die Datei umbenenne und dann eben den Punkt davor setze, wie ich Dateien unter Linux eben verstecke. Und dann habe ich tatsächlich den Effekt, dass wenn ich ein normales dir mache, habe ich nur 2 Dateien und wenn ich dir-force mache, habe ich alle 4 Einträge. Also genau genommen, es ist ein Ordner und eine Datei, die ich auf die Art und Weise versteckt habe. Also es sind so viele Unterschiede im Detail, auf die man dann eben achten muss. Dann ist es auch so, dass wenn man sich mal diese Provider oder Laufwerke ansieht, hier im Screenshot getPSDrive unter Linux und auch unter Mac, das gleiche Ergebnis, es gibt dort weniger Provider, es gibt halt nur File System, die Alias, die Environment, Function und Variable und das war es eben im Moment, was es an Providern dort zur Verfügung gibt. Ja, da sind wir auch schon bei dem großen Kapitel fehlende Funktionen. Commandlets, die es bisher nicht gibt. Ich habe dazu ein Skript geschrieben, um mal zu ermitteln, was eigentlich alles fehlt. Dieses Skript werde ich genauso wie die Präsentation hochladen auf unserer Internetseite itvision/Vorträge. Werden Sie das gleich direkt nach dem Vortrag dann alles finden. Ich will Ihnen dieses Skript mal eben zeigen. Das habe ich auch hier unter Linux. Das ist einfach Vergleich PS1. Was mache ich in diesem Skript? Also im Wesentlichen habe ich einfach hier mal mit einem Befehl get command alle Befehle in eine CSV-Datei exportiert. Und das habe ich eben gemacht auf Windows PowerShell unter Windows.
auf PowerShell Core unter Windows, auf PowerShell Core unter Linux, auf PowerShell Core unter Mac. Und dann habe ich eben 4 CSV-Dateien und die kann ich dann mit Compare Object einfach miteinander vergleichen, um rauszukriegen, was fehlt eigentlich. Und wenn ich dann zum Beispiel mal die PowerShell Windows 5.1 mit PowerShell Core Linux vergleiche, das wäre jetzt das, was ich jetzt hier ausführen würde, dann komme ich dazu, dass dort 111 Commandlets eben fehlen, die da jetzt nicht vorhanden sind. Und da sind noch nicht die Module mit berücksichtigt, die Zusatzmodule, die ich in der Windows PowerShell sonst habe, sondern das sind eben wirklich nur die Basisbefehle. Also, dass sowas wie Start Service fehlt oder Stop Service, okay, aber zum Beispiel Stop Computer gibt's auch nicht. Ja? Clipboard gibt's nicht, Local User Verwaltung gibt's nicht, Restart Computer gibt's nicht, Rename Computer gibt's nicht, Event Log gibt's nicht, die File-Kataloge gibt's nicht, das ganze WMI-Thema gibt's natürlich nicht, weil WMI heißt ja Windows Management Instrumentation. Unterstützung für Transaktionen gibt es nicht, Computer-Info gibt es aber zum Beispiel auch nicht, wo ich gedacht hatte, naja, das könnte man unter Linux schon sinnvoll irgendwie mal füllen können, aber kommt ja wahrscheinlich noch. Access-Control-Lists gibt es auch keine Unterstützung für, aber auch sowas wie Convert-String gibt es nicht und so weiter und so fort. Ja, also es sind schon eine ganze Reihe von Commandlets, auf die man an der Stelle verzichten muss. Ich habe das für Sie auch alles hier auf den Folien nochmal draufgepackt und zwar auch nochmal differenziert. Diese erste Folie sagt, welche Commandlets fehlen eigentlich in PowerShell Core 6 auf allen Betriebssystemen, also auch auf Windows gibt es das nicht. Also zum Beispiel gibt es auf PowerShell Core unter Windows auch keine Möglichkeit, Performance Counter und Event Log auszulesen oder zum Beispiel mit dem Clipboard zu arbeiten oder was Outprinter oder OutGridView zu nutzen. Einige Dinge davon sind halt wieder ganz einfach erklärbar mit .NET Core, weil OutGridView benutzt eine grafische Benutzeroberfläche, die gibt es nicht in .NET Core. Es gibt aber in .NET Core im Moment auch noch keine Klassen für die Performance Counter und das Event Log. Die kommen jetzt hinzu, der Jeffrey hat es heute Morgen auch schon erwähnt, dieses Windows Compatibility Pack, das ist eigentlich gar nichts für PowerShell, sondern das ist etwas für .NET Core. Das kann ich auch noch mal kurz näher erklären. Also .NET Core ist ja eigentlich plattformunabhängig gebaut und soll auf allen Betriebssystemen laufen. Und damit sind natürlich eine ganze Reihe von Klassen mal rausgefallen, die auf anderen Plattformen keinen Sinn machen. Event Log, Performance Counter, Registry und so weiter. Und jetzt sagt Microsoft aber, okay, wir verstehen, dass viele Kunden dennoch .NET Core auf Windows benutzen wollen, die haben gar nicht so ein großes Interesse an Linux und an Mac, aber wenn sie es dann auf Windows benutzen, dann wollen sie auch alle Fähigkeiten von Windows aus nutzen können. Und deswegen gibt es eben jetzt demnächst dieses Windows Compatibility Pack für .NET Core, damit können dann die .NET-Entwickler Funktionen auf Windows nutzen, die nicht plattformunabhängig sind, aber die es eben in dem alten .NET Framework gab und die es dann auch wieder in .NET Core gibt. Und dieses Windows Compatibility Pack ist im Moment auch eine Preview-Version, also ist noch nicht fertig, aber auf dieser Basis kann das PowerShell-Team dann auch diese Funktionen wieder zurückholen, die im Moment in der PowerShell Core einfach fehlen. Ja? Also das nur zur Entwicklung. Wenn Sie jetzt fragen, wann wird das denn dann erschienen sein, wenn es im Moment alles Preview ist? Also Microsoft plant die .NET Core 2.1 Version für den Sommer dieses Jahres und dann soll auch dieses Windows Compatibility Pack erscheinen. Und dann könnte eben auch PowerShell Core 6.1 erscheinen, das eben dieses Windows Compatibility Pack benutzt. Und dann werden viele von diesen Commandlets von dieser Liste verschwinden, weil sie dann nämlich doch wieder in der PowerShell Core unter Windows möglich sind. So, dann haben wir noch die PowerShell Module, die eben in Windows so mitgeliefert werden, die jetzt nicht zum Kern der PowerShell gehören, also sowas wie zum Beispiel Verwaltung von IIS, Verwaltung von Active Directory, Verwaltung von DNS und so weiter. Und einige von denen werden auch mit diesem Compatibility Pack dann laufen können, andere werden es weiterhin schwer haben. Da wird es einige Zeit sicherlich dauern, bis die Produktteams oder entsprechenden Drittanbieter von diesen vielen Dingen, die in der PowerShell Gallery sind, dann eben tatsächlich alle auf PowerShell Core umgestaltet wurden. Ja, man muss teilweise doch sehr viele Dinge ändern unter .NET Core, wenn man vom .NET Framework kommt, um das lauffähig zu machen. So, und dann haben wir jetzt noch eine Liste,
Das sind jetzt die Commandlets, die es zwar unter PowerShell Core für Windows gibt, aber nicht unter PowerShell Core für Linux und für Mac im Moment gibt. Ja? Da sind eben auch noch ein paar Dinge dabei, die man vielleicht haben möchte, wie zum Beispiel Restart Computer. Ja, das kann ich mir doch relativ einfach vorstellen, dass man das dort auch einbaut. So, ja, dann noch will ich Ihnen ein paar weitere Einsatzbeispiele der PowerShell Core unter Linux zeigen, nämlich jetzt vor dem Hintergrund, dass es ja offensichtlich bisher relativ wenig Commandlets gibt für Linux in der PowerShell Core. Was kann man jetzt nun machen? Das mit den versteckten Dateien hatten wir schon mal. Drei Beispiele habe ich da jetzt noch. Benutzerliste auswerten, offene Ports auswerten und Besitzer von Dateien auslesen und ändern. Das sind eben alles Dinge, die Sie mit Bordmitteln der PowerShell Core nicht machen können unter Linux, sondern wo Sie auf die Standardbefehle der Linux-Welt dann eben zugreifen müssen. Fangen wir mal an mit den Ports. So, da habe ich mir jetzt eben eine kleine Hilfsfunktion geschrieben, auch so im Commandlet-Stil, nämlich getFirewallStatus heißt die. Da kann ich noch angeben, ob ich die V6-Einträge mit möchte oder nicht. Und was mache ich da? Da rufe ich einfach UVW-Status auf, so wie ich das in der Linux-Welt halt tun würde. Und dann kriege ich eben eine Textausgabe. Ja, die könnte ich jetzt auch mit grep auswerten, aber ich bin da jetzt einfach mal dann mit den PowerShell-Bordmitteln drangegangen. Da gibt es auch unterschiedliche Wege. Ich habe das jetzt hier mal mehr so in diesem Programmierstil gemacht, weil ich halt vom Herzen doch eher ein Programmierer bin. Teilweise kann man da auch mit dem Commandlet Select String arbeiten, aber ich habe jetzt einfach mal diese Methode where hier aufgerufen und habe gesagt, überspring mal diesen obersten Block, also vielleicht einmal zeige ich einmal diese Bildschirmausgabe für diejenigen, die das jetzt nicht vor Augen haben. Achso, hier unten gibt es übrigens, Sie sehen, wo ich da gerade hintippe, das ist jetzt unfreiwillig, also dieser PowerShell, dieses Visual Studio Code hat noch so unter Linux manchmal einen kleinen Bug, was den Cursor angeht. Wenn Sie dann einmal eben clearen, dann geht's wieder. Ja? So, ich zeige mal eben, wie diese Ausgabe im Standard aussieht. Die hat halt, die Textausgabe macht eben diese Kopfzeile to, Action und From. Dann kommt eine Linie und dann kommen die eigentlichen Auflistungen der Ports. Und jetzt überspringe ich eben erstmal diesen ganzen Sachen am Anfang. Dann überspringe ich optional alle Einträge, wo ein V6 drin vorkommt, aber nur, wenn ich das im Parameter oben angegeben habe. Dann sortiere ich auch diese Zwischenzeile dort noch aus. Und dann gehe ich eben her und konvertiere jetzt das, was hier mit Tabs gemacht wurde, in CSV. Ja? Und also hier, genau, dort, noch einen Schritt vor habe ich vergessen. Und zwar, ich gehe erstmal her mit einem regulären Ausdruck und wandle jetzt die Leerzeichen, die dazwischen sind, in Tabs um, damit ich ein eindeutiges Trennzeichen habe. Genau so mache ich das. Und dann gehe ich her und trenne anhand dieses Tabs und mache daraus eben jetzt eine Objektliste. So, das ist jetzt meine Hilfsroutine. Die habe ich jetzt einmalig geschrieben. Die packe ich mir irgendwo schön in eine Bibliothek. Und jetzt kann ich damit arbeiten, als wäre es ein Commandlet. Jetzt habe ich eben hier getFirewallStatus als Möglichkeit, das aufzurufen und mit True und False dann anzugeben, was ich hier für Ports möchte. Also ich habe das einmal durchgeführt, aber jetzt rufe ich es hier nochmal auf, getFirewallStatus. Sie sehen, ich kriege jetzt auch die Eingabevervollständigung dafür, weil ich das Skript ja einmal gestartet habe und ich sage jetzt erst einmal nein, ich möchte die V6 Ports nicht mithaben und dann sage ich, ich möchte sie haben. Und um zu zeigen, dass wir hier auch richtig ein Objekt bekommen, rufe ich mal einmal darauf getMember auf. Und Sie sehen, ich habe ein PS-Custom-Objekt zurückbekommen, das eben jetzt nicht mehr Spalten hat, sondern das hat eben wirklich Properties. To, From und Action sind Node-Properties und keine normalen Properties. Warum das so ist, wie gesagt, erkläre ich dann heute Nachmittag später nochmal, weil das dann in diese Internas von diesem getMember und von der .NET-Welt, die dahinter liegt, reingeht. Und deswegen kann ich jetzt eben mit dem Ergebnis von getFirewallStatus dann ganz normal arbeiten, wie ich es in der PowerShell kenne. Das heißt sowas so where to greater 5000 sort object und dann eben format table dahinter. Ja. Also ich denke, wir werden in Zukunft im Internet, in der PowerShell Gallery und woanders
eine ganze Reihe von diesen Wrappern finden, wo dann eben jemand hergeht und den Linux-Befehl einmal in so eine Hilfsfunktion wrappt, die das Ding schön auseinandernimmt, sodass wir PowerShell-Objekte haben und dann damit arbeiten können. Ein zweites Beispiel an der Stelle wäre jetzt mal das Auswerten der Benutzertabelle. Das ist so ein bisschen prägnanter zu machen. Wir rufen also diese Password-Datei auf, wir trennen die eben anhand des Doppelpunktes und dann können wir auch ganz normal damit weiterarbeiten. Also wenn wir zum Beispiel mal alle Benutzer wissen wollen, die jetzt mit einem H anfangen, dann sehen wir da oben diesen Befehl, dann sind das diese zwei, die jetzt hier aufgelistet wurden. Ja? Also auch hier, das könnte ich natürlich, also diesen oberen Teil, diese Zeile hier, könnte ich jetzt wieder wunderbar in eine Hilfsroutine verpacken, Commandlet-Namen geben wie get local user und dann eben an der Stelle weiterarbeiten. Aber Sie müssen nicht wrappen, manchmal geht es auch so, also in eine richtige Funktion wrappen, Sie können das manchmal auch so einfach handhaben, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Und dann noch ein Beispiel mit den Ownern, da habe ich auch wieder richtig schön in Funktionen gewrappt, da habe ich einmal eine Funktion, die heißt getOwner und dann kann ich einen Pfad angeben und dann habe ich eine Funktion setOwner, da kann ich einen Pfad und einen User angeben, der eben Owner werden soll. Das getOwner habe ich mit dem ls-ld realisiert und das setOwner hier mit dem changeOwner-Befehl und ja, dann ist hier unten die Anwendung einfach davon, lies den Benutzer aus, ändere ihn und ändere ihn dann nochmal. Lassen wir einmal kurz durchlaufen und Sie sehen, da kommt eben raus, der Owner war HS, dann wird er geändert auf Root und dann wird er wieder von Root zurückgeändert auf HS. Ja. Also wir sehen, ich kann ab jetzt hier mit setOwner und hier mit getOwner dann meine Funktionen benutzen und da gebe ich jetzt in dem Fall keine Commandlets zurück. Aber Sie können eben auch hier wieder alle Möglichkeiten der PowerShell nutzen, wie zum Beispiel dieses write verbose. Also im Moment ist das verbose hier auf silently continue. Wenn ich es stattdessen mal auf continue setze und dann das Ganze nochmal ausführe, dann kriegen wir halt eine ausführlichere Ausgabe davon. Ja? Also da ist eben die Chance für Sie selber, sich solche Wrapper zu bauen oder eben Wrapper zu nutzen, die andere dann eben geschrieben haben. Ja, dann PowerShell Core Remoting. Ich gehe mal davon aus, dass vorhin war ja ein Vortrag im großen Raum über SSH. Waren dort alle oder waren dort einige nicht? Wer war nicht da? Okay, viele, dann machen wir das jetzt, den Teil auch nochmal eben ganz kurz. Ich kann auch jetzt ein Linux-System von Windows aus verwalten und von Linux aus auch auf Windows zugreifen. Der etablierte Weg da, den Weg, den Microsoft jetzt da etablieren will, sagen wir es mal so, das ist über SSH. Und das geht eben jetzt so weit, dass tatsächlich in so einem Windows 10 Version 17.09, da ist schon der OpenSSH-Client als Option installierbar. Interessanterweise aber als Beta-Version. Also Microsoft liefert in dem Windows 10 Version 17.09, finale Version, die Möglichkeit aus, per Mausklick direkt Beta-Software zu installieren. Und zwar eben den OpenSSH-Client und auch den OpenSSH-Server an der Stelle. Und unter Linux kommt es halt je nachdem darauf an, wie Sie das Betriebssystem installiert haben. Wenn Sie es eben nicht von vornherein mit angegeben haben, dann machen Sie es über dieses App-Install, holen Sie sich eben auch den entsprechenden Client. Auf eine Sache möchte ich noch hinweisen, dieses Windows OpenSSH, diese Portierung von Microsoft, die hat eine ganz verwirrende Versionsgeschichte. Also es gibt eine 1.0.0.0 Beta. Und diese 1.0.0.0 Beta, das ist die Version, die Sie installieren, wenn Sie Add Windows Capability Version 0.0.1.0 angeben. Ist klar, oder? Ja? So, das soweit schon mal. Und dann ist danach, also das ist das, was Windows 10 von Hause aus kann. Danach, das war am 20. Januar, hier die letzte Version davon. Ja, diese, genau. So, dann ist eine neue Version erschienen und die heißt 7.6 Beta. Also von 1.0 Beta auf 7.6 Beta. Ist klar, oder? Gut, der Grund dahinter ist folgende, Microsoft orientiert sich jetzt an der Elternsoftware. Also das Ganze ist ja eine Portierung von dem OpenSSH und das OpenSSH ist im Moment bei Version 7.6.
Und Sie haben sich jetzt eben überlegt, Sie nehmen die gleiche Versionszählung wie das, wovon Sie es portiert haben. Also deswegen der Sprung von 1.0 auf 7.6. Und es ist aber immer noch Beta. Also es ist 7.6.1 inzwischen, aber immer noch Beta. Es gibt kein Release davon, ja, an der Stelle bisher. Und es gibt auch immer noch Probleme. Also der Joey, der ja vor mir vorhin präsentiert hat im großen Raum, hatte auch einige Schwierigkeiten damit. Und ich muss jetzt auch, damit das funktioniert, hier aus dem WLAN raus, irgendwie blockt dieses WLAN da etwas. Das will er da nachher nochmal debuggen auf meinem Rechner, was genau das Problem ist. Wenn ich das Ganze nämlich mache über mein Handy und damit ins Netz gehe, dann funktioniert das. Wenn ich es im LAN mache, funktioniert es auch. Also irgendwas tut dieses WLAN hier an Datenverkehr blockieren, das zu schwierigen Problemen führen würde. Und deswegen gehe ich mal eben in mein Handy hinein. So, und dann rufe ich auf Enter PS Session. Hostname, das kennen wir. Ich hoffe, die IP-Adresse stimmt noch. Wenn nicht, muss ich die gleich nochmal ändern. Und das ist hier neu. Minus SSH Transport. Das heißt, wir gehen nicht aber wie bisher dieses WS Management Protokoll, sondern wir gehen jetzt eben über SSH dorthin. Und Sie sehen, das geht. Er fragt mich nach einem Kennwort. Das gebe ich jetzt ein. Und jetzt bin ich auf dem Linux-System. PS Version Table. Und Sie sehen, ich bin auf dem Linux und ja, habe dann jetzt eben auch nur die Dinge zur Verfügung, die unter Linux zur Verfügung stehen. Also wenn ich zum Beispiel PS eingebe, dann kriege ich eben jetzt nicht Get Process, sondern dann kriege ich eben den Standard-Linux-Befehl PS an der Stelle. Ja. Umgekehrt geht es genauso in die andere Richtung. Was nicht geht, ist das Ganze von der Windows PowerShell aus zu machen. Also Sie können jetzt nicht Enter PS Session so, und dann SSH-Transport hier, da sehen Sie, ich kann nicht so oft Tab drücken, wie ich will, da kommt nichts. Also Sie müssen wirklich dann unter Windows die PowerShell Core benutzen. Und das ist auch eine Sache, wo vorhin auch schon gesagt wurde, also im Moment hat Microsoft noch nicht vor, das Feature in die Windows PowerShell einzubauen. Es ist nicht unmöglich, dass sie es irgendwann machen, aber aktuell steht es nicht auf der Agenda, weil es steht überhaupt nicht auf der Agenda, die Windows PowerShell noch großartig zu ergänzen, sondern höchstens hier und da mal einen Bug zu beheben. So, dann haben wir noch ein letztes Thema. Und zwar ist das die PowerShell Gallery. Dort gibt es ja nun ganz viele Zusatzmodule. Und die Frage ist, gibt es denn auch schon Module, die auch unter Linux laufen? Ja, gibt es, aber nicht viele. Wenn wir mal in die PowerShell Gallery reingehen und dann hier angeben Tags Linux, dann werden wir feststellen, da kommen jetzt 22 Items. Also 22 Module, die sagen, ja, ich laufe auch unter Linux. Da wollen wir zum Beispiel mal dieses Find String benutzen. Find String ist ein Modul, das ein Wrapper um Select String ist. Select String kennen Sie, um eben Dateien zu durchsuchen. Und dieses Find String macht die Ausgabe von dem Select String einfach etwas schöner. Will ich Ihnen auch noch mal eben kurz hier zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich das eben schauen, wo ich das hin habe. Genau. Also das erste, das ist in der Konsole hier machen. Das erste wäre eben erstmal, dass ich dieses Modul installiere, also install module find string scope current user. Habe ich aber vorher schon getan, um safe zu sein. Ihr wird nichtsdestotrotz jetzt eben nochmal gucken, ob er da was machen möchte, ist aber schon alles erledigt. So, dann gucken wir mal uns die Modulliste an, ob das Modul auch auftaucht. Get module minus list available. Und dann sehen wir, da ist das FindString-Modul tatsächlich jetzt vorhanden, zusätzlich zu den Standardmodulen, die mit installiert werden. Also dieses Package-Management, die Möglichkeit mit der PowerShell-Gallery zu interagieren, die gibt es eben auch unter Linux an der Stelle. Und jetzt könnte ich eben, ich gehe mal in ein Verzeichnis, Documents PS. So, und jetzt mache ich erstmal ein Select String
und suche mal nach Home. Moment. Noch ein Dir, Select String Home. So, dann listet er mir eben jetzt zwei Dateien auf, in dem irgendwas mit Home vorkommt. Und die Alternative dazu wäre eben jetzt das Find String mal zu benutzen. Dieses, was ich jetzt durch das Modul hinzugefügt habe. Und da sehen Sie, kommt auf jeden Fall ganz viel mehr auf den Bildschirm. Das liegt jetzt einerseits daran, dass dieses FindString standardmäßig rekursiv arbeitet und zum anderen, dass die Ausgabe farblich ist. Also um nochmal das zu machen und nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, müsste ich also hier einmal Recurse angeben. Recurse richtig geschrieben. So, also das wäre die Standardausgabe von SelectString, rekursiv den ganzen Ordner durchsucht, und das FindString, das gliedert das einfach farblich schöner, sodass Sie bessere Übersichtlichkeit an der Stelle haben. Ist eins der wenigen Module, die bisher auch eben unter Linux funktionieren. Warum? Weil es keine Abhängigkeit irgendwie von dem Betriebssystem hat, sondern weil es einfach nur ein Wrapper um ein sowieso existierendes Commandlet ist und damit eben keine Schwierigkeit bereitet, unter Linux auch zu laufen. Ja, gut, dann wäre ich auch jetzt fast am Ende. Noch kurzes Fazit der Ganzen. Also wenn Sie jetzt unter Windows administrieren, würde ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt doch sehr nahelegen, erstmal bei der Windows PowerShell 5.1 zu bleiben. Ja, da haben Sie also auch kein Risiko, weil das Ding nicht mehr weiterentwickelt wird. Bugs und Sicherheitsprobleme werden ja behoben noch, auch einige Jahre lang. Also von daher, der Funktionsumfang ist einfach viel größer. Sinn macht die PowerShell Core eben, wenn Sie jetzt auch mal mit Linux arbeiten müssen und dort eben dieses Gefühl der Objektorientierung, das Sie aus der Windows PowerShell kennen, eben auch haben möchten. Wenn Sie eben nicht so der Riesenfan von Grep und Co. sind, um irgendwelche Zeichenketten auszuwerten, dann haben Sie jetzt zwar unter Linux im Moment noch nicht so viele Befehle zur Verfügung, aber Sie haben eben die Chance, die bestehenden Befehle einmal zu wrappen und ab dann eben objektorientiert damit arbeiten zu können. Ja, das ist eben also so das Fazit der Sache. Haben Sie an der Stelle noch Fragen? Gut, habe ich Sie soweit erschlagen mit den Infos, passt. Ich würde mich freuen, wenn ich nachher noch mal ein paar von Ihnen wiedersehe. Da geht der Vortrag ja dann um das Thema, was Sie über .NET wissen möchten. Und da gehen wir mal so ein bisschen rein in das Thema Objektorientierung. Was sind eigentlich Klassen, was ist eigentlich Vererbung, was sind eigentlich Namespaces, was sind Methoden, Properties und all diese Dinge, was kann ich damit machen? Wie kann ich zum Beispiel auch DLLs, die ich von irgendjemandem kriege, einfach mal so in der PowerShell benutzen? Das werde ich Ihnen an einem Beispiel zeigen. Also bis nachher. Vielen Dank.